In der aktuellen Situation mit den sprunghaft steigenden Fallzahlen sehen wir uns alle wieder großen Einschränkungen ausgesetzt, große Einschnitte ins öffentliche Leben und in das Privatleben jedes Einzelnen. Umso wichtiger ist es, dass wir diese Einschränkungen und Maßnahmen als Parlament diskutieren, begleiten und auch darüber streiten. Unsere Bürgerschaftssitzungen finden deswegen natürlich weiterhin statt. Wir arbeiten als Parlament natürlich unter veränderten Bedingungen. Wir tagen seit einigen Monaten im großen Festsaal. Wir werden zusätzlich durch Plexiglaswände geschützt und tragen natürlich alle unsere Masken. Und nicht nur das Plenum der Bürgerschaft tagt regelmäßig, sondern auch unsere Fachausschüsse, um wichtige Entscheidungen vorbereiten zu können, zum Beispiel Haushaltsanträge des Senats freizugeben, aber auch andere wichtige Themen wie Umweltschutz, Flüchtlingskrise oder Digitalisierung weiter zu verhandeln. Das Rathaus ist jetzt leider wieder für Besucherinnen und Besucher geschlossen, aber besuchen Sie uns gerne im Internet. Jede Sitzung des Plenums, jede Sitzung der Bürgerschaft wird im Livestream übertragen. Wir können unseren Aufgaben natürlich vollständig nachkommen. Wir haben seit dem Sommer nach der Wahl alle unsere Fachausschüsse wieder eingesetzt. Sie tagen regelmäßig, auch tatsächlich im Echtbetrieb im Rathaus unter Schutzbedingungen. Die Fraktionen haben sich zum Teil entschieden, in digitalen Formaten zu tagen, einfach um auch hier die Bewegungen möglichst einzuschränken. Gerade weil es jetzt viele große Veränderungen gibt, ist es umso wichtiger, dass unsere Bürgerschaft ihre Aufgaben als Gesetzgeberin nachkommen kann und die Kontrolle des Senats in voller Stärke übernimmt. Ja, wir Abgeordnete arbeiten wieder in unseren Fachausschüssen und Arbeitskreisen, diskutieren wichtige Themen in den Plenarsitzungen, schreiben Anfragen und Anträge, aber müssen natürlich auch weiterhin Rücksicht darauf nehmen, dass es ein großes Thema gibt, was vieles dominiert. Wir versuchen, online ansprechbar zu sein für Bürgerinnen und Bürger, um auch kleine Fragen, Probleme zu beantworten, Hilfe zu vermitteln, denn wir wissen, dass die Situation von vielen Hamburgerinnen und Hamburgern jetzt Besonderes abverlangt. Und an dieser Stelle auch ansprechbar zu sein, da zu sein, auch das ist die Aufgabe von 123 Abgeordneten hier im Rathaus. Manchmal geht es nicht nur um die großen Gesetzentwürfe, manchmal geht es auch um die Hilfe im ganz Kleinen. Deswegen wenden Sie sich einfach auch an Ihre Abgeordneten. Es gibt viele Wege, Sie zu erreichen, per Telefon, per E-Mail oder auch einfach per Brief. Ich weiß, es ist für viele nicht immer einfach. Es ist nicht jede Regel auf den ersten Blick zu verstehen. Manches ist mühsam, lästig, anstrengend. Für sich selbst, für die Familie, für die Angehörigen. Aber bitte geben Sie Acht, tragen Sie Ihre Maske, achten Sie auf die Abstände, das ist das Wichtigste, auf die Hygiene. Scheuen Sie sich nicht, auch Mitmenschen darauf aufmerksam zu machen. Versuchen Sie anderen Kraft zu geben und vor allem bleiben Sie gesund.